Selbst bei erfahrenen Führungskräften, wo man eigentlich meinen sollte, die haben es raus, die wissen, wie es geht, ist ein extremer Führungsfehler immer wieder zu beobachten. Und den will ich dir hier aufzeigen, damit du ihn vermeiden kannst. Du bist Führungskraft. Und als Führungskraft ist es dein Job, Aufgaben zu verteilen. Der Mitarbeiter muss, um diese Aufgabe zu lösen, mit einem deiner anderen Mitarbeiter oder einem Mitarbeiter aus einer benachbarten Abteilung zusammenarbeiten. Du gehst davon aus, dass das funktioniert. Und nach einer gewissen Zeit fragst du einfach mal nach, Mensch, wie weit seid ihr denn? Und du kriegst folgendes Feedback von dem zuerst beauftragten Mitarbeiter. Ich bin okay, ich habe meinen Job gemacht. Ich warte aber noch auf die Zusammenarbeit, auf die Antwort, auf das Ergebnis, auf das Zwischen- und Teilergebnis von dem anderen Mitarbeiter. Ah, okay. Als Anfänger denkst du dir, gut, da muss ich wohl mal den Mitarbeiter B, den zweiten Mitarbeiter ansprechen und den mal fragen, woran es denn hängt. Und genau das machst du dann. Du gehst zum Mitarbeiter B, redest mit ihm und fragst ihn, wie sieht's aus? A hat mir erzählt, er hat dir schon von dem Auftrag erzählt, aber irgendwie seid ihr noch nicht zusammengekommen, oder? Und dann sagt dir B, pass mal auf, ich bin eigentlich soweit okay, aber ich habe ja A auch schon gesagt, ich kann dann erst anfangen, wenn du mir das und das gibst. Und siehst du schon die Dynamik, die sich hier entfaltet? Die Dynamik lautet, die zwei finden sich nicht. Sie legen nicht miteinander los. Sie fangen nicht an. Sie kooperieren nicht. Sie arbeiten nicht zusammen mit dem Ziel, das Problem zu lösen, das du beauftragt hast zu lösen. Da der Kunde aber Termindruck macht oder der Lieferant oder wer auch immer, denkst du dir, okay, die zwei kriegen es einfach nicht gebacken und ziehst das Problem wieder zu dir zurück, gehst in die sogenannte Retterrolle, setzt dir sozusagen das Blaulicht auf und rettest aus dem Prozess heraus. Das Problem, das du dir selber als Führungskraft hier aufgebaut hast, dadurch, dass du gerettet hast, das Problem wieder an dich gezogen hast, ist, du hast sie in die erlernte Hilflosigkeit gebracht. Das heißt, du hast ihren Zustand, nicht zu kooperieren und Probleme zu lösen, hast du bestätigt und stabilisiert, anstatt diesen Zustand, also dieses Muster in der Zusammenarbeit zu unterbrechen. Du warst nicht disruptiv. Und genau das ist der entscheidende Führungsfehler, den du hier machst. Und deswegen gibt es hier einen ganz klaren Tipp und Ratschlag für dich als Führungskraft. Wenn du einen Auftrag delegiert hast, hol ihn nicht mehr wieder zu dir zurück. Lass ihn nicht wieder zu dir kommen, weil das ist eine Rückdelegation. Und du bist in die Retterrolle gegangen. Und genau in diese Rolle darfst du nicht reingehen. Du glaubst am Ende noch, ohne dich läuft's nicht. Und wenn du jetzt nicht einschreitest, passiert nichts. Und genau das ist die Falle, in die du dann getappt bist. Nämlich ist es dann in der Tat so, es entsteht ein Muster, ein dauerhaftes Verhaltensmuster, was bedeutet, dass Aufträge nicht gelöst werden, sondern zurückdelegiert werden an dich als Führungskraft. Und genau das lassen nur wirklich schwache Führungskräfte zu. Gute Führungskräfte haben hier deutlich bessere Handlungsoptionen gefunden. Jetzt sagst du dir natürlich, kannst du es auch anders lösen. Du gehst einfach zu A und sagst, also A hat recht und B, du machst es jetzt, was A dir sagt. Oder andersrum, du gehst zu B und sagst, du hast recht und du machst es jetzt, was dir A sagt. Und in beiden Fällen hast du einen Gewinner und einen Verlierer geschaffen. Und natürlich wird der Gewinner sich gut fühlen und der Verlierer sich schlecht fühlen. Besonders wird er deiner Führung nicht in demselben Maße vertrauen wie vorher. Also auch das, nämlich, dass du dich auf eine Seite schlägst, wäre das absolut falsche Muster als Führungskraft. Richtig ist, dass du einen Vorgang, den du einmal delegiert hast, auch nicht mehr zu dir zurücknimmst. Also du musst aufhören, in die Retterrolle zu gehen. Die Retterrolle darfst du nicht einnehmen als Führungskraft. Absolut verboten. Nie wieder machen. Ja, dafür musst du ein Stück von dir selber weggehen und dich nicht für den Mittelpunkt alles Seins und aller Entscheidungen halten, sondern deinen Mitarbeitern vertrauen und ihnen zutrauen. Denn erst durch das Zutrauen, dass sie die Probleme auch wirklich lösen, erst dadurch setzt du überhaupt den Entwicklungsimpuls bei deinen Mitarbeitern frei. Du willst, dass sich deine Firma entwickelt. Du willst, dass sich deine Mitarbeiter weiterentwickeln. Du willst, dass deine Ergebnisse sich verbessern. Dann geh nicht mehr in die Retterrolle. Hör auf mit dem Humbug. Sieh zu, dass du deine Führungsaufgabe so wahrnimmst, dass deine Mitarbeiter wachsen und dann wächst auch dein Unternehmen bzw. deine Abteilung oder dein Team. Alles klar? Viel Spaß beim Umsetzen. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Dafür sind wir da.